den Spielzeugtestern. Heute machen wir Sumi Girls. Genau, das stellen wir euch heute einmal vor. Der ist von Ravensburger und wird ab 7 empfohlen. Hanna ist ja gerade 5 geworden. Wir schauen nachher mal, ob sie das schon alleine hinkriegt. Dabei ist auf jeden Fall natürlich dieses Köfferchen. Um das geht es ja auch. Das ist der Mini-Comic-Zeichentisch für unterwegs. Den könnt ihr hier an den Seiten öffnen. Und da ist dann gleich alles drin, was ihr benötigt, um unterwegs zu zeichnen. In der Packung war auch noch die Anleitung. Und ein kleines Heft. Da seht ihr zum Beispiel die ganzen Xumis, die es gibt. Auch mit Monstern. Mia and Me. Und hier sogar die im Pocket-Format. Und bevor Hanna jetzt loslegt, zeige ich euch noch einmal, was im Köfferchen dabei ist. Einmal der Xumi-Blendschutz. Dann habt ihr 20 Motivfolien. Die lösen wir jetzt einmal aus der Folie direkt gleich einmal raus. Dann haben wir direkt 10 Blatt Papier dabei. Die kann man sich immer wieder zurecht nachschneiden, wenn sie alle sind. Ein Stift natürlich und das Wichtigste, das Zoom-Gerät. Ohne das funktioniert das Ganze nämlich nicht. Und den kann man ganz leicht rausnehmen, indem man hier den Knopf drückt und dann zur Seite schiebt. Dann hat man ihn schon in der Hand, der ist auch relativ schwer. Und hier hinten gehören jeweils 2 AA-Batterien rein. Also hier 2 sind wir bei 4 Doppel-A-Batterien. Das lasst ihr dann Mama oder Papa machen. Wir setzen den jetzt mal wieder hier rein. Das macht man so, dass er hier durch die Löcher guckt und schiebt ihn, wenn man es natürlich richtig macht, einmal rüber. Genau. Und dann sitzt er wieder fest und da kann nichts verrutschen während der Fahrt. Und jetzt löse ich mal eben die Folien aus der Verstanzung. Und die haben hier alle so kleine Kerben, damit das nachher genau auf das Zoom-Gerät passt. Die Scheiben. Die haben übrigens auch Buchstaben drauf. Daran erkennt man, welche Folien bei den verschiedenen Themen zusammengehören. Und jetzt suchen wir uns mal eine etwas leichtere raus für Hanna. Vielleicht das Pferdchen oder den Hund. Was möchtest du? Schau mal, guck mal, hier ist ein Einhorn. Und hier ist ein Hund. Ich weiß nicht, welcher leichter ist. Oder du fängst einfach mit sowas hier an. Was denkst du? Den Wauzi? Den. Oder eine Prinzessin? Aber die sieht ein bisschen schwieriger aus, ne? Den hier. Das Einhorn. So, das haben wir jetzt da reingelegt. Ja. Und jetzt mache ich es an. Und dann kannst du es einmal anmachen. Genau. Und ihr könnt die Größe... Die Zoom-Größe könnt ihr verstellen, indem ihr das hier hochzieht. Es gibt 3 verschiedene Stufen. Also das war Stufe 1, 2, 3. Waren das jetzt 4? 1, 2, 3. Nee, 3, genau. Und ganz unten eben. Je nachdem, wie groß ihr das Bild haben wollt. Je größer, desto undeutlicher wird es natürlich. So, dann tun wir ein Blatt Papier. Machen wir Deckel einmal zu. Das schiebt man hier drunter, damit das auch während man Auto fährt zum Beispiel nicht verrutscht. Und dann sieht das Ganze so aus. Könnt ihr es erkennen? Hanna strahlt gerade hier neben mir. Und jetzt kann sie das mal versuchen. Ich rutsche zur Seite, mache ihr Platz. Achso, ich zeige euch noch kurz, wie man den Blendschutz anbringt, falls die Sonne nämlich blendet. Im Auto zum Beispiel. Wir haben jetzt mal... das große Licht ausgemacht, damit ihr das Pferd oder das Einhorn ein bisschen besser erkennen könnt. Und Hanna legt jetzt los. Und dann später kann man sich das Bild dann rausnehmen und ausmalen. Das machst du super.
bisschen zickelig. Ja, macht nichts. Du gibst dir ja Mühe. Guckt euch das an. Und da steht ab 7. Du kannst das auch schon, ne? Ist vielleicht noch ein bisschen schwierig, aber je öfter man das übt, desto besser klappt das irgendwann, ne? Ich möchte die nur so haben. Und jetzt könnte man das praktisch ausmalen, wenn man möchte. Ich möchte aber nicht. Ich möchte jetzt einen anderen machen. Okay, dann suchst du dir eine andere Folie raus. So, und jetzt zeige ich nochmal, wie das Ganze funktioniert. Guckt, hier geht's auf. Hier ist der Hund, habe ich jetzt genommen. Genau, den legen wir uns da drauf, ne? Und jetzt mache ich das Licht an und jetzt mache ich ihn so. Deckel zu. Genau, dazu machen. Hier das Blatt nehmen. Und drunter schieben, ne? Ich helfe dir mal. Das schiebt man von hier da so drunter. So, und dann kannst du das umdrehen, dass du den Wurzel besser siehst. Und dann kannst du loslegen. Das ist richtig gut schon. Hast du alles? Zeig's mal. Oh, ein Cockerspaniel ist das. Ich guck. Bist du zufrieden? Ich bin die, hab nicht die 10 gemacht. Nee, die muss man auch nicht machen, Schnucki. Doch. 10? Ach, da unten. Echt, hat er welche? Ja, guck. Ja, an dem kleinen Fuß, ne? Ja, aber das sieht man kaum. Naja, wenn du möchtest, kannst du die noch machen. Wenn du die siehst. Kann das ist so detailgenau, das kann ich gar nicht erkennen von ihr. Huh! Krallen, ne? Richtig gut geworden. Ich habe schon 2. Super, ja, jetzt hast du es. Wo ist das Einhorn? Genau, das Einhorn und den Cockerspaniel. Super! Warte, du bist immer viel zu schnell. 1, 2, 3. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss! Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch! Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und hier könnt ihr unser letztes Video anschauen. Sehr cool. Das ist eine DVD. Ja, von Barbie. Zeig mal die Kamera.